Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, ich weiß, so reagieren die Zuschauer jedes Mal, wenn ich ein Part hochlehre, ne? Ja, wir sind hier noch auf der Shinra 8, hieß glaube ich dieses Schiff, ne? Ja, ich wollte mich mal hier umschauen. Und ja, wir nehmen gerade an dem Blut der Königin Turnier teil und haben es in der letzten Folge zum Finale geschafft und jetzt machen wir uns auf zu unserem letzten Gegner, den wir zerstören werden. Ja, jetzt haben wir gegen Chatley, glaube ich, gespielt, ne? Yep. Und ja, wir gehen jetzt hier hin und schnappen uns hier, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber diese eine Kollegin hier, die irgendwie sehr nicht NPC-mäßig aussah, die sehr wichtig aussah. Ja, die machen wir jetzt fertig. Boah, guckt euch da an. Showdown. Oh, na, meine Freunde sind hier. Oh. Du bist also der Champion. Allerdings. Mein Name ist Gina Königin. Du darfst mich aber auch Gina. Gina Queen. Meinst du das ernst? Heißt sie so in Englisch? Sie sieht aus wie Jolene Kujo von Jojo Part 6, ey. Diesen Haaren. Alles klar, dann komm doch her. Nein, doch nicht. Okay, Level 5. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir gegen Level 5er ja spielen, ne? Es gibt keine Preise. Was ist das denn? Mein Gott, diese die royale Musik im Hintergrund, ey. Warte mal, sie heißt Queen im Englisch, nehme ich mal an. Das Spiel heißt Queen's Blood. Ja, Kaktor, genau. Jetzt mal. Ein guter Einstieg. Okay. Yes, Queen. So, ich würde am liebsten. Wie mache ich das hier? Ich will am liebsten so schnell wie möglich hier runtergehen. Da komme ich nicht hin, glaube ich. Bereit. Stimmen wir uns das hier. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Wir zwei Frösche. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Okay. Soll ich ja vorwärts gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann einen von deiner Karten hier erledigen. Wo gehe ich hin? Ich glaube, ich nehme auf ihr. Ich halte mich nicht zurück. Gegner, schau zu, komm in die Mitte. Ich erwarte dich. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Gina wickelt ihr gegenüber spielend um den Finger. Kann ich nicht. Ich kann dich erledigen. Mach mal das. Boom. Du kommst ja nicht hin. Du kommst ja nicht hin. Ich geb nicht. Oh, hey, nicht guck mal da. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Ja, die wird mir aber das Ding hier gleich wegnehmen, ne? Pass auf. Das Einzige, was ich hier machen kann gerade. Ah, der hat mich hier eingesperrt. So, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich mache da trotzdem. So, jetzt pack irgendwas, um die Mitte hier zu blockieren, wenn es geht. Na, verdammt. Jetzt hat sie mich. Obwohl. Boom, guck mal hier. Kann ich da oben auch noch mal platzieren? Jetzt haben wir sie. Ich hab dich. Jetzt kannst du nichts mehr platzieren. Ausgezeichnet. Wow. Ich hab schon gewonnen. Ja.
lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Ich habe gewonnen. Haus hoch sogar. Mal hier. Ich weiß nicht, warum da jetzt zwei aufgetaucht sind, aber okay. Okay, das war ziemlich einfach. Mein Gott, ich habe die voll zerstört. Punkte. Alter. Ja. Meine Güte. Ja, ich weiß, ne? Doch, ich. Ausgezeichnet. Was kriege ich jetzt, nachdem ich das Turnier gewonnen habe? Yeah. Jetzt mal nicht so vorschnell, meine Lieben. Da kommt ja noch einer. Ist das Red? Was? Red Jackson? Das Gehen auf zwei Beinen ist eine Kunst für sich. Matt, was zum Henker machst du da? Karten halten. Ist ja auch egal. Trittst du jetzt gegen mich an, Cloud? Oder willst du kneifen? Verzichte dankend. Für heute habe ich mehr als genug. Cloud, los jetzt! Du schaffst das, Red! Ho, ho! Haut rein! Der tapfere Cloud scheint sich auf das Match einzulassen. Nein, habe ich nicht. Also ich muss mein Schwert schon wieder da reinstecken. Zeit für ein Duell. Okay. Das muss ich. Oh. Auf irgendeine Weise ist das ziemlich lächerlich, aber man muss daran denken, im Original hat er sich auch verkleidet. Als Mensch. Und sah genauso lächerlich aus. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt aus diesem Spiel entsprungen ist. Ja. Okay. Was zum Henker macht. okay. So. Lange ich gut funktioniert. Sobald ich mal mit einem Kaktor beginne, bin ich am Gewinnen. Oh nee. Obwohl, Herr, ich halte mich nicht zurück. Manchmal langsam ich das Spiel richtig raus. Ey. Jetzt ich habe den schon voll umzingelt. mal sind nicht hier. Ja. Ja, dann packt er einen da oben hin. Das kann ich aber gleich da einpacken. Boah. Ja. So, machen wir so. Ich mag zurückliegen, aber das. Red, ich habe schon sowas von gewonnen. So bleiben. Ich gebe mich nicht geschlagen. So, na unten wird er leider hier wieder abziehen, aber das ist ja nicht schlimm, ne? So, boom. In der unten wird er mir jetzt wegnehmen, ne? Große Überraschung. Aufgeben ist für mich ein Fremdwort. Ja. Also mal machen, ne? Oh, kann ich den Midgar Solom? Ja, kann ich sogar. Oh, 13 Punkte? Das ist mir sicher.
jedes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Aber ich habe gerade gesehen, der hätte da oben den, der hätte 3 Punkte gebraucht, ne? Der hätte da oben das hier mitnehmen können. Warte mal, kann ich den hier machen? Warte mal, kann ich irgendwie den da unten noch kriegen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Schade. Na, warte, ich mach deinen Dreier da kaputt, ne? Hast du nichts dagegen, oder? Gerade, ich habe den nur geschwächt. Nein. So. Ich gewinne. 9 Punkte, ja. Der Sieg ist mir sicher. Ja, ich habe gewonnen. Ein wildes Tier, wow, ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das Match schon vorbei, Red. Das Match ist schon vorbei, Red. Oh. Warum sollte man je diese Quest hier überspringen? Das ist der beste Content überhaupt bisher. Ich räume meine Niederlage ein. Oh, meine Verbundenheit zu Red. Stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. Wann hast du dir das alles beigebracht? Ein Jäger späht seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat ja gut funktioniert. Jetzt gleich noch Yuffie kommt, ne? Jetzt kommt gleich noch Yuffie oder so ein Typ in so eine Kutte. Ich möchte mich auch duellieren. Ja. Die letzten beiden Matches waren überraschend einfach. Ich bin einfach richtig gut in dem Spiel. Wilfried. Oh, ich habe eine... Ich habe eine Ifrit-Karte bekommen. Oh. Das setzt mich voll zurück zu Final Fantasy 8. Muss man ja auch, da konnte man ja auch Karten spielen. Meine ersten Karten, die man bekommt hat, die Ifrit-Karte. Wo man Ifrit besiegt hat. Oh mein Gott. War doch lustig, oder? Ja. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Du warst wirklich fantastisch. Und jetzt? Falls jemand von die Fähre ankommt? Morgen. Was ist los? Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für mal so viel Material für ein Intro. Ja, ich kann leider nicht mit den Leuten hier reden. Schade. Hey, da war sie gerade wieder. Hier, die Kollegin. Okay, das war klasse. Und ja, ohne mich hätte man machen können, dann hätte man hier, glaube ich, alles geskippt, ne? Falls man hier nicht so gut in diesem Kartenspiel ist oder einfach nicht spielen will. So, Red, ich muss mal kurz. Red. Ausgezeichnet. Und wie gesagt, im Original hat sich Red auch als ein Mensch verkleidet, ist auch so durch die Gegend gezappelt. Der Vorteil von damals war halt nur, dass das Spiel halt, ja, da hatte halt so eine Pixel-Grafik, war auch allgemein so ein bisschen goofier und komischer, ne? Deswegen, dass das Spiel damals damit durchgekommen ist, ist ja noch nicht so überraschend, ne? Aber das ist deswegen heutzutage immer noch irgendwie diese ganzen Situationen und Sachen, die damals so merkwürdig waren, hier noch reinpacken, dass die noch funktionieren auf irgendeine Weise, ist irgendwie überraschend. Aber ich finde es geil. So. So, ich weiß gar nicht, kannten wir sie? Sie sah mir aus wie ein neuer Charakter. So, was ist mit meinen größten Fan hier? Hat die Plaketten alle abgenommen direkt? Nein. Okay. So. Ja. Also, würde ich auch sagen. Ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier schon mal komplett umgeschaut habe. Ich glaube, ja, ne? So, erst einmal ganz wichtig, eine kleine Entspannungsübung nach diesem Turnier. Ich bin ein Zitteraal. Okay. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. War nur Füße. Keine Ahnung. So, ich nehme an, wir sind jetzt hier fertig. Was müssen wir jetzt machen?
Economy Deck. Kabinen ersten Klasse. Aber wir sollten zu unserem Zimmer hingehen und uns ausruhen, alles klar. Ich nehme jetzt nicht an, die Shops haben jetzt irgendwie neue Klamotten oder irgendwie sowas. Ne, jetzt nachdem ich natürlich abgeschlossen habe oder so. Lass mich mal meine Karte, meine Efrit-Karte. Ich muss mal direkt Efrit hier reinpacken. Ne? Deck ändern. Weil sonst vergesse ich den auch. Guck mal hier, Efrit. So. Entsprechende Anzahl der anderen Verstärken verbinden kann, steigt die Stärke um 2. Ja, oh, ist ja wie Chocobo. So, ihn kann ich ja mal. Du bist auch neu, sehe ich gerade. Grauen aus der Tiefe. Ach ja, den haben wir auch gerade bekommen, ne? Auf dem Spiel verwählen, reduziert die Stärke von Bildung und Gegner schon auf diesen Effekt betroffenen Felder. Bleh. So, 5. Ich brauche 3 dafür. Dafür kann ich doch bestimmt hier jemanden rausnehmen, ne? Aber ich habe keinen Dreier, ich habe nur... ich nehme einen Inia. Nein, nicht das Tutorial. Hier. Efrit will ich da rein. Und 3 Dinger sind ganz schön schwierig zu erreichen. Nein, ich will da oben hin. Da, ja, wer ist hier noch mal die 3? Wer mit Midgar Solom, ne? Nehmen wir, wo ist er? Oh, kannst du Beschreibung da mal wegmachen? Danke. So, den nehme ich raus. So, speichern. Hat er gespeichert? Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwie... Die Trophäe habe ich auch bekommen, nehme ich an, ne? Alter, toll, der Roboter betrinkt sich direkt, nachdem er... Na gut, dann nehmen wir uns, legen wir uns mal aufs Ohr, nehme ich an, ne? Und setzen die Story fort, ne? Nehme ich jetzt mal an. Da ist noch irgendwie... Kann man da sich jetzt... Kann man sich jetzt neue Karten oder so holen? Nur so nebenbei. Also hat man halt eigentlich nur wegen der Efrit-Karte hier alles gemacht, ne? Den Schrecken der Tiefe hier. Und ja, ne, kann man ja machen, ne? Gott. Also manchmal ist das schon so überwältigend, wenn man so an so eine Gruppe von Leuten vorbeilaufen, die fangen alle an zu reden. Und hört hier jedes Gespräch. Hey. Na, aber doch. Ab und zu muss man das Steuer einfach mal los und sich treiben lassen. Wenn der Wind es so will, dann sehen wir uns sicher wieder. Boah, ich bin so... gewagt, irgendwie Red 13 im Intro reinzupacken. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie voller Spoiler. Durch die Finger geglitten ist, werde ich in Costa doppelt abgreifen. Ah. Das ist in den nächsten ersten 10 Minuten passiert, von daher. Weiß nicht. Keine Ahnung. Hopp. Vorsicht, ich fahre hier gerade. So, kann ich mit den Leuten hier reden? Red? Nein, okay. Tifa und Eris. Red. Ist Yuffie immer noch gefangen hier mit diesen einen Typen? So, wow. War er nicht hier, wo Yuffie drin war? Ich glaube nicht, ne? Hm. Das ist ein Wunder, sag ich dir. Hey, hier waren wir noch nicht drin, ne? Warte mal, wenn dann hier Yuffie drin war, dann muss sie ja irgendwo hier auf dem Schiff sein, ne? Ich habe so das Gefühl, ich weiß auch wo. Hier in den ganzen Dingern konnten wir vorher nämlich nicht rein, ne? Ich weiß, wo sie ist. Sie ist bestimmt im Frachtraum, ne? Da war sie nämlich im Original, glaube ich. Weil sie halt nicht, weil sie als seekrank worden ist. Weil sie irgendwie nicht so gut hier mit reisen kann, mit so Schiffen und Fliegen und so was alles. Hey, der wird zugemacht. So, nee, in dem Bein war ich noch nicht. Guck mal hier. Sehen auch überall Gegenstände, deswegen weiß ich nicht. Wer bist du?
Nein, ich bin voll mit Jockey. So. Und sag, macht das Ding nicht wieder zu. So, hier war man nicht drin. So, Eris, niemand am Reden, okay, aber ich nehme mal deinen Schatz, ne? Schnell, ich dachte, es wäre ein Schwert gewesen. Oder rechts das Zeichen so aussah wie ein Schwert. Tifa? Ich meine, Red ist in den letzten Raum, ne? Ja. Ne, Yuffie ist immer noch drin. Das hört sich so falsch an. So ein paar Haufen gruseliger Männer eingesperrt mit einer jungen Dame in einen Raum, dann diese Geräusche. Na gut. Ach, hier ist Red. Auch schon sagen. Mein Gott, ey. Warum als Shinra-Soldat? Er war ja verkleidet als Shinra-Soldat im Original. Und die waren ein bisschen blauer. Die Klamotten sahen ein bisschen blau aus. Sie sahen nicht so detailliert aus. Dann legen wir uns mal hin und machen weiter. Ne? Ich nehme an, ich habe hier alles erledigt. Und wenn doch, und wenn nicht, dann ist es halt. Dann habe ich halt verpasst. Ne? Also, muss schon ein bisschen so an die Wand anlehnen, ne? Sonst fällt das Ding da um. Wir sind ja auf dem Schiff, da böckelt die ganze Zeit. So ein bisschen schräg anlehnen. Ah, jetzt hat er sein Kostüm wieder ausgezogen. Läuft mit der Knarre einfach rum. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben einen Notfall an Bord. Passagiere werden in ihre Kabinen gebeten. Alles Militärpersonal, versammelt sich bitte sofort an Deck. Militärpersonal? Das sind wir. Okay, kann man jemand Barrett aufwecken? Barrett? Hallo? Okay, wir lassen Barrett schlafen anscheinend. So. So, das ist übrigens das Einzige. Ich nehme jetzt an, jetzt passiert das, was auch im Original passiert ist, ne? Weil ich glaube... Ja, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Dieses Kartenturnier kam im Original natürlich nicht vor, weil es dieses Kartenspiel da nicht gab. Ja, kann ich mich hier noch umschauen? Nein, ich guck mal. Wo sind die Mädels? Verschlossen. War da, wo Yuffie war? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich tue mich nur auf, was ich habe umsehen. Man weiß ja nie, ne? Na, verbirgt da irgendwie eine super ultimative Waffe? Yuffie, bist du noch drin? Okay, keine Ahnung. Ich nehme an, die laufen irgendwo rum. Ja, vielleicht schließt sich Yuffie uns gleich an, ne? Wir sind jetzt zu zweit mit Red, ne? Ne? Red? 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 Oh Mann. Okay, dann gehen wir mal. Gehen wir mal ins Deck. Konnten wir das schon hin vorher? Ja, von da sind wir auch gerade gekommen, ne? Oh, die erste Klasse. Nein, mach auf. Ich will rein. Nein. Okay. Ja, wir müssen natürlich uns trennen, damit wir ja nun, damit wir nur ein Team haben, ne? So, wir sind im Kampfmodus. So, Red und Eris. Kein Ding. Haben beide Heilung. Wir haben alle Heilung. Also wir können nicht so schnell sterben. So. Boah, schaut euch mal die Tanzmoves von denen an. Oder den hier. Ja, ich mache ja schon. Ah, dieses Lied. Gab es halt im Remake auch schon? Das Lied. Wer seid ihr denn? Blinde Passagiere.
Ah, ich hätte mein Runenschwert ausrüsten sollen. Aber nee, ich spare mir lieber auf, bis wir wieder auf der Weltkarte sind. Da kann man, glaube ich, ein bisschen gechillter. Und ich glaube nicht, ich habe schon gedacht, wir kommen hier direkt in den Bosskampf irgendwann. Sobald wir hier fertig sind mit dem Turnier. Weil alles, was hier passiert ist, ist ich glaube, normale Kämpfe gab es auch so. Oh, was mache ich hier? Aber eigentlich gab es nur richtig einen Bosskampf auf diesem Schiff im Original. Oh Gott, ich mache den ja gar nichts am Schaden. Oh Gott. Oh Gott, da wollte ich gar nicht. Doch, da war ich. Warum halten die denn so viel aus? So, Red. Stör den Stoppstrahl. Puff. Oh, da kommen noch mehr. Drei? Naja, mach mal. Ding, ja. Zack, zack, zack. Ja, warte mal. Analysieren. Aber. So, ich kann gerade Synchro-Dingens machen. So, Immun gegen nichts. Alles klar. Synchro-Fertigkeiten. Ungezähmter Aufstand. Mach mal. Alter. Feuerklickenstrahl. Boah. Dann übernimm. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Bereit? Immer vorbereitet sein. Seelenverwandtschaft. Warum kann ich da nicht einsetzen? Gemeinsam. Kann ich da nicht einsetzen? Da einfach gerade Gebet einsetzen, einmal für gerade Zeitung. Nein, er ist jetzt kampfunfähig. Oh nein. Okay, haben wir jetzt gerade getrennt. Er ist gerade kampfunfähig. Oh, die kämpfen da gerade gegen Leute. So, oh wow. Sehe ich gerade, wie viel AP sie hat? Ein, okay, die werden wahrscheinlich nach dem Kampf wiederbelebt, ne? Hat sie jetzt Erfahrungspunkte verloren? Nee, ne? Ganz wichtig, okay. Ne. Dann verstehe ich nicht, warum es irgendwie eine einzelne Stufe gibt für alle Charaktere, wenn die sowieso alle, weißt du was? So, während ihr mal da kämpft, ne, ruhig mich wieder kurz. Immer dadurch wird es auch geil, ne? Da verstehe ich nicht, warum es irgendwie so getrennte Level gibt. So. Kommt ihr noch klar da draußen, Leute? Das ist cool gemacht, dass die da draußen noch weiter kämpfen. So, was macht ihr denn da? Prüfauge. Der geblieben. Ich kriege gar nicht erreicht. Ja. Tut mir leid wegen dem Möbel. Boah, ich habe gerade gewechselt zu meiner Konterstellung. Oh, jetzt müssen wir da ein, ne? Sehe ich schon. So, bloß keine Eile, ne? Aber die Biester sind zu den Kabinen durchgebrochen. Ja, also müssen wir da oben. Kabinen? Hier? Oh Gott. Na, jetzt haben wir noch Schluck auf. Ja. So, ihr wart die Typen, die ja gerade Ares gewonnen haben. Nicht übertreiben. Dieser Bärenumarmung. Ist gelegt. Ich glaube, ich muss mich gleich mal Schluck auf erstmal kümmern.
Boah. Wie sieht's aus? Überall sind Ungeheuer. Und der Kapitän? Der wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ich glaube, ich mal hier ausruhen wieder. Hierbei kümmere ich mich mal einen Schluck auf. Ich glaube, es ist weg. Ich versuche die ganze Zeit dran zu arbeiten. Ich tue die ganze Zeit einfach nur schlucken. Oder zwischendurch Luft zu holen. Ich will nur sicher gehen, dass der auch komplett weg ist. Aber das glaube ich, ne? Gut. Muss ich keinen Schnitt machen. Okay. So, whoop. So, wo ist Barrett? Da kommt wahrscheinlich auch gleich hier irgendwo, ne? Eine Sekunde, hier ist ein Raum tiefer. Mal, gib mir doch ein Zeichen, dass ich damit interagieren kann. Ihr wisst doch, ich tue damit interagieren. So, was da passiert? War nicht Yupi? Ah, das war der Raum mit denen. Wie oft müssen wir eigentlich noch zuschauen, wie die Leute vor uns biken? Oh man, sie haben sich weiterentwickelt. Neko Florenz. Aua. Was ist mit euch passiert? Aua. Ein Wesen, das durch eine Fusionsreaktion mit den Schwarzkuten mutiert ist. Ich glaube, man hört gerade ein paar Teile von Jonoras Thema. Da bin ich mir nur ein. Oh Gott. Dann übernimm. Nein, auf damit. Ich glaube, der andere ist schon fast tot, ne? Ja. Oh. Oh nein, der ist ausgewichen, das gibt's nicht. Also, solange ihr euch nicht in die Luft jagen könnt wie die anderen Viecher, kämpfe ich gern gegen euch. Oh Gott, was machst du da? Was machst du? Was machst du mal? Ich glaube, ich habe was. Okay, warum kein ETB verbraucht? Oh mein Gott. In die Fresse. Wie oft müssen wir eigentlich noch so gucken, wie die Typen vor uns verrecken? Ja, einige sind die Höhlen da runtergeflogen, einer ist von einem Kondor gefressen worden. Ereignete sich in der Nähe von Costa del Sol. Ungeheuer sind plötzlich in das Schiff eingedrungen. Einige Gardisten, die zufällig an Bord waren, hey, Hojo. Und? Die Ungeheuer haben begonnen, mit Passagieren zu verschmelzen. Mit Männern in schwarzen Roben. Und die Sicherheitsbehörde meinte, ich solle ihnen davon berichten. Ah. Ah, zu Recht, zu Recht. Eine neue Variante also. Und dann auch noch basierend auf Fusion. Das bedeutet, dass sie nur die stärksten Gene in sich trägt. Captain, das ist ein epochaler Moment, an dem Sie da teilhaben dürfen. Und selbstverständlich brauchen wir schleunigst eine Probe davon. Was also soll ich tun? Wenn Sie mich bei meinem kleinen Experiment tatkräftig unterstützen,
bekommen Sie ein hübsches Plätzchen in meinem Labor. Aber markieren Sie sich auffällig, damit ich Sie auch finde. Ja. Hm? Ah, Hoyo ist ein sehr lustiger Typ in diesem Spiel. Wir verdammt oft lachen, ne? No, nein. Das war der Raum mit Yuffie, ne? Wo bist du, Mädchen? Schließ dich uns an, dann bist du sicher. Ja, wissen wir, haben wir gesehen. So, oh, jetzt geht's hier in den Frachtraum. Barrett, halt gefälligst hier, du Stück. Ich kann noch mal versuchen, das Schwert trotzdem auszurüsten. Dann haben wir schon mal hier gelevelt. Runenschwert, magische Attacke. Nee, ich weiß nicht, wann ja. Hier kommt sicher noch ein Bosskampf. So wie im Original. Bevor ich dann hier mit dem falschen Schwert reinlaufe, ne? Lassen wir das mal. Ich mache das, wenn wir wieder auf der Weltkarte sind, wo wir irgendwie entscheiden können. Machen. Ey, was geht? Oh, eine lila Tour. Ey, Alter, pass auf. Mein Gott, ihr müsst aber mal ein bisschen versuchen, euer Leben zu retten, ne? Kann doch nicht sein, Mann. Boah, ich bin auch hier. Ich bin bereit. Rad würde ich angreifen, ne? Aber wenn man... Ja, ich drück doch. Boah. Ganz ruhig. Ich mache gerade Cloud, ist der einzige Heiler hier. Dämonischer Namenloser. So, an den Typen erinnere ich mich noch aus einem meiner Intros, aus dem ersten Teil. Verstümmeln? Oh Mann. Dauer! Wird er gerade auf mich geschmissen? Oh, ich habe mich mal kurz. Ich muss nicht unterbrechen, wenn es geht. Aua, Mann! Oh. Zum Glück habe ich noch nicht mein Ding. Sie hat die. Doch, die MP wurden schon abgezogen, glaube ich. Verdammter Dreck. Ey. Okay, mit Klau klappt das irgendwie nicht. Gibt's doch nicht, ey. Meine Güte, ey. Ah. Ja, Stück weit. Wir haben schon Feuer und also was. So, was ist hier drin? Waffe. Ich halte mich mal kurz hier. Hat halt voll wenig. Aber ist halt irgendwie so um 1000 Beruhigungsmittel. Ach, das ist das Gegenteil von Hyper, was wir letztens gefunden haben. Kaiserhände, boah. Wir sagen mir, die geben nicht Magie. Jetzt muss ich dich auch erstmal später ausrüsten. So, die geben sogar sehr viel Stärke. Ein paar Handschuhe, das mit Starleinlagen verstärkt wurde. Kann man mit normalen Angriffen ausführen. Okay, kein Ding. Übermacht. Diesen Fertigkeit folgen haben wir eine erhöhte Chance, den Gegner einzuschüchtern. Kann die Luft eingesetzt werden. Okay. Ich weiß nicht, was einschüchtern bedeutet, aber okay. So, was haben wir hier? Was hat sie bei den anderen Dingern hier? Gehen wir mal TP, weil sie ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich meine nicht wortwörtlich, aber wisst ihr, was ich meine, ne? Zu 50% sind ganz leere. Ich glaube, nehmen wir das, ne? Die anderen Sachen sind jetzt nicht so dolle, finde ich.
So. Normale Kommos machen, das kriege ich hin. Ja, wir machen das schon. Hey, yo, was geht? Ja, ich habe sogar das Gefühl, ich weiß, was mit dem Kapitän passiert. Er verwandelt sich in den Boss, ne? Und ich weiß, was der Boss hier ist. Und ihr bald auch. Dann mal los. So. Ich mache eine normale Kombo. What? Okay, irgendwie hat das nicht Dings. Ich habe eine normale Kombo gemacht. Kampfeinstellung. Tifa, du müsstest mal kurz. Atemtritt, heftigen Schlag aus, bisschen aufweichen mit der anschließenden Vorschlag, der Energie erhöht, kann die irgendwie lang. Der die ATB-Energie erhöht. Oh. Dann tun wir mal Rückwärtssalto. Tun wir mal hier hin. Kann ich auch Fähigkeiten von anderen Leuten hier reinpacken? Nee, ne? So, dann packen wir mal, keine Ahnung. Übermacht. Ne? Lass mal halt den Angriff ein, um das Ding zu leveln. War gerade ein Football. So, MP. Danke. Okay. Naja. Okay, was ist da am Rumfliegen? Hat Viech, das gleich den Captain infizieren wird. Oh Gott, was ist hier los? Mein Gott. Da ja, noch ein neues Viech. So. Ich dachte, jetzt bei Barrett, ey. Ich dachte, jetzt Barrett hat sich in eins von diesen Viechern verwandelt. Schreier. Nur kein Über. Ich zähle auf dich. Oh Mann. An den einen Typen kann ich mich gar nicht nähern, ne? Ja, die Kämpfe sind gar nicht so einfach hier. Jetzt ist recht. Neuer Versuch. Ich muss mal den Typen hier erledigen. Gott, ey. Da habe ich ja immer eine Kombo rein. Ich guck mal. Ah, jetzt hat er meinen Angriff gebrochen. Übernimm du. Das wird wehtun. Nein, nicht Entfesselung. Ah. Übermacht. Ah. Aua. Und Übermacht. Aua. Gut, dass man die Angriffe einsetzen muss, damit man die lernen muss. So, wir gehen die MP aus, wenn das hier so weitergeht. Ne? Ich hoffe, da ist gleich eine gemütliche Bank, wo wir uns draufsetzen können. Ne? Sonst wird die etwas schwierig. Ich warte mal, wir haben ein paar Kisten, glaube ich. Schon mal kaputt gemacht, ja, ne? Kam ich von hier? Ich weiß es nicht. Hier sind ein paar Kisten. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Musik so mit, kommt mir gar nicht bekannt vor. Eine Bank. Das hört sich nach Barrett an. Lass mir eine Pause machen, Tifa. So, mehr davon, mehr davon. Sowieso mal mehr Sachen kaufen. Dann, dann, dann. Okay, die Musik ist ja so eine Art modernisierte Version von diesem Lied. Ne? Ja, ich habe gesagt, für jedes ist hier irgendwie so ein Remake von dem Original. Dann, dann,
Da kam ja auch schon, da müsste eigentlich im Remake auch vorgekommen sein. So im Zug oder so, wo wir uns irgendwie im Zug einschleichen mussten damals, ne? Mit unseren falschen IDs. Midgar. Das ist da, glaube ich. Right, warte, wir kommen. Barrett, wurde gerade voll von Eis getroffen. Wir müssen diesen armen Wichteln irgendwie helfen. Die wehren sich selber nicht. Haltet euch da. Der eine hat reagiert. Mit Ungeheuern zu extrem gefährlichen Kreaturen. Oh, Juffi. Warum hat sie sich verkleidet als sie? Nee. Ist das der Boss, von dem ich geredet habe? Er ist ein alter Bekannter, den wir gleich sehen. Einst gab es ein Monster. Es konnte seine Gestalt beliebig wandeln, um die Menschen zu täuschen. Gütig. Und nein, Sephiroth habe ich nicht gemeint gerade. Oh Mann. Ja, erinnert ihr euch noch? Den natürlich haben wir schon gekämpft im ersten Teil. An der letzten Bosse. Oh Mann. So. Die Musik, ich muss darauf achten. Dieses monströse Wesen entstand, als ein Teil von Jinova mit mehreren Schwarzkunden fusionierte. Es kann in den menschlichen Geist eindringen und herrscht über Zeit und Raum. Oh, diese Alien Musik. Oh, schon gleich. Okay. Ich hab diese Alien Musik. Kopf zerstört. Nicht mit mir. Aber Schock. Das Schockding wird erhöht, habe ich gerade gesehen. Meine Kinder singen mit. Oh Mann. Er hat ja mehrere Arme jetzt. So, mach mal dein extra Magazin. Oh Mann. Ich zähl auf dich. Oh Mann. Ja, finde ich natürlich nicht so stark wie jetzt hier im ersten Teil, weil wir halt hier ja so ein relativ früher Boss im Gegensatz zu beim letzten Mal. Aua. Oh Gott, Cloud ist der Einzige, der hier heilen kann. Und ich komme nicht dazu auszuweichen. Ich muss mal vielleicht einmal Vitra einsetzen. Einfach mal damit hier schon mal hochkommen hier mit den Dingern. Den Ab. So. Kopf zerstört schon wieder. Oh, ich denke gerade, was ja mehrere Sachen gerade. So. Zieh dich zurück. Komm mal auf mich zu. Warte, jetzt gibt's
Eins aufs Maul. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ja weg, ich muss ja weg, ich muss ja weg. So gut wie tot. Oh Mann. Ja, jetzt kannst du mal auf die Schulter ziehen. Oh, sehr gut. Nein, er ist mit uns umzingelt. So, ich muss mal kurz gucken. Und zwar schon analysiert, ne? Oder ist ja gerade die Phase gewechselt, deswegen. Avalanche-Abreibung gegen die Schulter. Ja. Mach den kaputt. Ja. Ah, kriegen wir fast kaputt, das Ding. Tentakel? Wo kommen die her? So, deine Schulter habe ich kaputt gemacht. Du hast keine Schulter mehr, Bro. So, haben wir's? Nein, Tier. Na, warte, ich muss einmal. Ich bin verstummt. Ich bin nicht verstummt, ich bin nur nicht sehr redselig. Ha. Okay. Wach endlich auf, Klau. Cloud. Ich bin hellwach. Wir sind wieder auf Kurs und steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. Das ist eine Truhe, glaube ich. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter strahlend blauem Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Eine Schiffsfahrt, die ist lustig. Er klingt, als wäre ein Titel von mir irgendwie. Kapitel 6, Sommer, Sonne, Costa del Sol. Ja. Hier habe ich einige Sachen gehört, die einige Leute nicht gefallen haben. Zu Unzurecht übrigens. Weil das einfach nur bescheuert ist. Ja, nicht runter vom Schiff, ne? Ladies first. Danke. Was stand da? Bin ein bisschen enttäuscht, dass die jetzt nicht da so stehen und so einen Hula-Tanz machen. Also mir ist das hier etwas zu heiß. Brauch schleunigst Schatten. Eher eine Fellschere. Da werden wir dann neue NPCs. Herzlich willkommen in Costa del Sol.
Ich bin Capone, der Bürgermeister. Das hab ich doch gerade gesagt. Hier, bitte. So? Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Für Sie. Danke. Sie soll ja schließlich gleich in die richtige Urlaubsstimmung kommen, nicht wahr? Sie sind zum Sunnyboy geboren. In unserem Paradies lacht die Sonne aus jedem Herzen. Ihre Ferien hier werden unvergesslich werden. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Lassen Sie den schnöden Alltag einfach hinter sich und verbringen Sie bei uns eine traumhafte und unvergessliche Zeit. Oh, willkommen, willkommen. Ein feines Geht doch recht zu den Nächsten. Zum Stand. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussehen will. In Costa del Sol gab es eigentlich nicht so viel zu tun. So ähnlich wie Calm, also da ist er eigentlich auch nur mal kurz reingegangen. Bloß nicht auf die Idee, schwimmen zu gehen oder so. Das habe ich gesehen. Hey, ignoriert mich nicht. Die beiden machen auch die ganze Zeit nur ein Mädchentrip, habe ich das Gefühl. So, Yuffies Tarnkünste, Nebenauftrag. Ne? Diese Türme haben so... Alexander, wow, nice. Ja, wir sind ja in einem neuen Gebiet, ne? Lass mich mal gucken. Ja, wir sind im neuen Gebiet. So, was haben wir denn hier alles? Ich will mal gucken, ob ich hier schon einige Gebiete erkenne. Was ist das denn? Was ist das? Ist das hier dieser... eine Makro-Reaktor oder ist das? Also nicht. Versuche schon einige Gebiete hier so wieder zu erkennen. Ich weiß, wir müssen dann über einen Berg gehen. Aber ja, da gab halt irgendwie, da gab es irgendwie nicht viel irgendwie. Man ist irgendwie in Costa del Sol angekommen, ne? Und dann war irgendwie ein paar Meter später kam schon so ein Bergpass, den man überqueren musste und oh, ich weiß, was das hier sein könnte. Oh, mal gucken, wie das aussieht hier. Ah, die Coral-Region, genau. Coral, da wollten wir, glaube ich, ursprünglich hin. Ne? Das hat der Bird, Bird hat das gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob der noch mehr Informationen gegeben hat, deswegen will ich jetzt hier nicht spoilern, aber ja. So, cool. Hey, schau mich mal um. Kann ich noch mal zurück aufs Schiff? Ich könnte schwören, da war eine Truhe in dem Frachtraum. War einfach nur so ein Zeichen. Ah ja. Ich nehme an, Yuffie wird uns dann hier irgendwie sich uns anschließen, ne? So wie Red sich uns in Calm angeschlossen hat, ne? Ich kann nicht zurück auf Schiff. Nein. Na gut. Ich freue mich. So. Keine Ahnung, die ganze Schiffsaktion ist ein bisschen anders abgelaufen im Original, ne? Da kam ein Turnier, gab es nicht. Und ja, man hat sich irgendwie als Shinra-Soldaten immer noch verkleidet zu dem Zeitpunkt, ne? Man war immer noch in Verkleidung und hat irgendwie einige Shinra-Soldaten so ausspioniert, ne? Ich glaube irgendwie Heidegger oder so, irgendjemand war da irgendwie, den man spioniert hat oder so oder abgehört hat. Und dann sind halt Monster auf einmal aufgetaucht, ne? Und ja, man hat gegen Yoruba gekämpft. Und ja, Genova hat man mehrere Male im Original besiegt, ne? Also das ist jetzt nicht so, weil nicht. Das ist ein Kampf. Nur im Original sah Genova immer genau gleich aus. Ich weiß nicht, ob die ja auch anders aussah wie beim in so einer letzten Begegnung im Remake, also im ersten Teil. Aber Genova, da können wir hier mal kurz angucken, ne? Wow. Pff. Ja, sehen ein bisschen anders aus hier gerade. Sah die nicht. Boden. Sieht doch gerade ein bisschen anders aus, ne? Weil Genova sieht normalerweise irgendwie so, er hat immer so eine bestimmte Form irgendwie, und die sah eigentlich jedes Mal gleich aus, wenn man die bekämpft hat, nur in einer anderen Farbe wortwörtlich. Also war immer so ein, sah aus wie so eine Engelsstatue oder so, sah die immer aus im Original. Hier sieht die halt ein bisschen anders aus, ne? So. Ja, die war ja relativ einfach zu besiegen, aber im Original war die auch nicht so schwierig, ne?
Da war, glaube ich, das erste Mal, dass man gegen Genova gekämpft hat im Original, ne, auf dem Schiff, wenn ich mich nicht irre. Sephiroth ist da auch aufgetaucht, wenn ich mich nicht irre. Ich habe mich erst gewundert, so, Sephiroth ist auch hier, aber ja, stimmt, Sephiroth ist, glaube ich, sogar auf dem Schiff aufgetaucht nach dem Kampf oder vor dem Kampf. Also ja, so viel dazu. Cool, wir haben alle unsere Blumenkränze ausgezeichnet. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir Costa del Sol. Ne, ich freue mich schon. Das wird. Ich bin gespannt, was die hier ausmachen. Die werden wahrscheinlich eine Menge Nebenquests und zu ihr reinpacken. Haben sie ja gerade schon. Ne? Da sind ja gerade schon einige aufgeploppt. Wo ist das? Das schreit so nach Minispiel gerade. Bilder hat's. Okay. Klavier. So, kann ich theoretisch jetzt hier schnell reisen? Na nee, da muss ich ja so ein Schokobo-Dings hier. Ja, eine gute Frage. Wie kommt man eigentlich hier? Kann ich hier nochmal zurück irgendwie zur Not? Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Ich nehme an, man muss dann irgendwie das Schiff vorher so freischalten oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Wie gesagt. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was die aus Costa del Sol machen, weil hier ist eigentlich auch nicht viel passiert und man konnte auch viele Sachen ignorieren und einfach direkt weitergehen. Also ja, mal gucken, was hier passiert. Ne? Hier werden sie wahrscheinlich auch wieder irgendwas draus machen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Und ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.